Herzlich willkommen zu Malermeister Klinger, heute hier zu einem neuen Video. Es geht hier um Abdichtung bzw. Ausfugen von Türelementen. Hier wurde in dem Flurbereich eine neue Tür eingebaut und da dieses Element schön gerade ist, aber der Rahmen natürlich eben, wo die Tür eingebaut ist, eben bautechnisch nie gerade ist, müssen wir ja hier solche Anschlüsse ausfugen, damit dann die Kälte von da draußen nicht hier reinkommt oder das auch nicht durchpfeift. Und wie man sowas hier oben eben ausfugt und an der Seite ausfugt, das zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Diese Fuge hinten, die soll weiß bleiben, also zwischen Türzarge der neuen und dem bestehenden Wandfarbton soll eben nur eine weiße Fuge hergebracht werden oder neu gestaltet werden oder ausgefugt werden, sage ich jetzt mal so, denn ich fange jetzt hier das dritte Mal an. Das Ganze ist ein Hybriddichtstoff, der hat halt den Vorteil, dass er überstreichbar ist und schneller aushärtet, muss aber mit Spülmittel abgezogen werden. Und da müssen wir einfach hergehen und die ganze Geschichte klebe ich hier oben ein bisschen mit Folie ab, denn ich möchte nicht, dass das überall hier mit Spülmittel voll ist, denn dann fange ich hier an, diese schöne Tür auch noch zu putzen. Das solltet ihr wissen. Wir haben hier oben einen Spalt von 1 cm, an den Seiten ein bisschen was mit 5 mm. Und da gehe ich einfach her und nehme diese PE-Schläuche, das sind jetzt hier 5 Laufmeter auf 10 mm, die man auch bis längs ziehen kann und dann ein bisschen drehen kann. Und dann kann man die in die Ecken hier reindrücken, denn unsere neue Tür, die hat, glaube ich, 4 oder 3 cm und ich möchte nicht, dass einfach zu viel Material dahinter ist und das eben auch Schwund bekommt, ne? Also sich zu sehr zusammenzieht und dann wieder reißen könnte. Deswegen hinter Füllmaterial, unser Hybriddichtstoff und dann abkleben das Ganze. Das bereite ich jetzt erst vor und dann drückt man zusammen die Schläuche rein. So, hier kann man mal schön sehen, ungefähr 3 cm haben wir und da pfeift es natürlich ordentlich durch. Und da geht man einfach her und nimmt diese PE-Schläuche und drückt die hier rein, zieht die hoch und dann mit dem Finger hier ein bisschen fixieren und dann entweder mit dem Fingernagel reindrücken oder mit dem Spachtel und dann nochmal hergehen. Jetzt habe ich mal hier den Meterstab, weil ich es ja einhändig wieder filme. Und dann hier das reindrücken. Und dann nicht zu tief, aber so, dass man ein bisschen Luft hat, damit man hier auch Masse reinbringt. Und dann geht man her und fugt, also hinterfüllt das alles auf der Seite und dann gleichzeitig auf der anderen Seite, in diesem Fall. Und hier kann man sehen, das sind ungefähr 2 cm von der Tiefe. Mal andersrum. 2,5 cm bis zum Schlauch, also kommt jetzt hier auch der Schlauch erst rein, natürlich vorher abgeklebt und dann wird erst ausgefugt. Auf der anderen Seite ist es hier schon ausgefugt. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen das zusammen. Ich versuche euch das so gut wie möglich zu zeigen, denn dieser PU-Hybrid-Polymer-Dichtstoff klebt natürlich wie Bolle. Und ich zeige euch mal den Müll, den ich hier produziert habe mit der einen Seite. Also dieser Eimer ist jetzt hier voll allein mit der einen Seite. Dann habe ich hier noch ein altes T-Shirt, wo ich mir meine Hände sauber mache. Denn wir müssen das ja mit Spüli abkletten und dann gehe ich her, nehme halt hier diese Mundspachteln, ja, das kennt ihr, das sind diese Stäbchen, wo der Arzt reinguckt und ihr macht A. Dann hier unsere Spritze, die ich auch vorne dementsprechend schon auf die Breite der Fuge abgeschnitten habe. Und wie wir das jetzt abfugen, das zeige ich euch. Der Verbrauch war jetzt auf der anderen Seite eine Tube oder hier, das Stückchen ist noch übrig. Hier kann man es auch sehen, silikonfrei. Das ist eben gut, weil das eben dann langlebig ist und eben auch überstreichbar. Das ist das A und das O. Und jetzt gehen wir her und setzen hier unten schräg an und dann drücken wir. Und gleichzeitig beim Drücken versuchen wir das schon mal
eine wunderschöne Fuge zu machen. Da muss ich so ansetzen, damit es einfach besser wird. Und dann ist das fast fertig. Jetzt das Spüli nehmen und abziehen, aber ich fuge erst das ganze Ding aus. Jetzt habe ich alles ausgefugt, jetzt fange ich an und gehe mit dem Spüli von unten los und spüle alles ein und dann ziehe ich die ganze Geschichte ab. Hab dann hier gleich meinen Eimer, damit ich dann eben gleich alles reinmachen kann. Dann schön flach ansetzen an der linken Seite der Farbkante. So, und hier nochmal zu sehen, bin ich jetzt rangekommen, das klebt halt und das kriegst du nicht richtig weg. Das klebt und schmiert. Ja, deswegen alles abgeklebt. Also jeden Tag möchte ich das auch nicht machen, aber es ist halt das Beste, was man machen kann bei sowas eben. Ne? So, und jetzt da oben noch ein bisschen vorsichtiger wegen der Farbkante. So, jetzt nehme ich euch mit hier vorne mit, mache eine kleine Nahaufnahme. So, hier jetzt das Spüli rein und dann gehe ich her und setze das hinten an der Kante scharf an und ein bisschen schräg und dann nach vorne wegziehen. Hier kommt jetzt das Material, zack. Dann könnte man das hier abschmieren und fertig. Und wenn wir das jetzt alles abgezogen haben, dann gehen wir nochmal her und machen nochmal Spüli hin und ziehen es einmal mit dem Finger nochmal ab. So wie beim Silikon. Dann nehme ich auch das nochmal von dem Papier weg. Und dann nochmal leicht nachgehen. Ich muss das hier abschmieren. Gar nicht so einfach. Genau. Das ist schön auf der Kante von unserem Klebeband das ganze Material hinbringen. Das sieht gut aus. So. Und dann hier, zack, das Handtuch kann ich dann wegschmeißen oder mein altes Polo, T-Shirt, wie auch immer. Stunde der Wahrheit. Machen Klebeband weg hier oben an der Kante. Und dann ist das scharf und fertig. Und dann können wir nochmal hergehen. Das machen wir gleich. Ziehe ich erstmal das noch weg und die Kante. Und dann gehe ich her und nehme noch mal ein bisschen Spüli auf den Finger und gehe noch mal oben an der Kante entlang, denn wir haben so ein bisschen vom Klebeband so ein bisschen Abriss. Aber das passt und das geht ganz gut. Ja, es funktioniert einmal frei. Zack. So, da das Wasser wegnehmen.
So. Dann auch hier vorne, sieht man das? Jawohl. Klebeband weg. Und eben da auch das Klebeband weg. Einmal frei. Da ist halt wirklich wichtig, dass man bei dieser Farbkante so 2 mm wegbleibt, weil wir wollen ja das Material so ein bisschen in die Rundung reinbringen und wir ziehen das ja nicht auf 90 Grad Winkel ab. Und damit wir eben auf dem Klebeband dann keinen Abriss haben. Jetzt nochmal leicht drüber hier. Das Ganze. So. Ich kümmere mich jetzt noch um die Seite in Ruhe und dann sehen wir uns gleich. Bisschen aufgeregt noch und da hinten ist jetzt alles fertig. Ich gehe das mit euch durch, filme das ab und kommentiere das. Mein Material, alles aufgeräumt. Da ist meine Silikonbox und hier geht es jetzt los. Hier unten auch am Boden noch mal ein bisschen Silikonen gemacht. Das war noch offen und hier kann man jetzt schön sehen, wie diese Fuge aussieht. Schön sauber, ordentlich und das jetzt eben ohne nachzustreichen mit der bunten oder mit dem Grauton der Wandfläche. Das kann sich sehen lassen. Also von dem her, das sieht richtig klasse aus, oder? Jetzt für euch nochmal abgefilmt das Ganze und ich hoffe, ihr konntet hier ein klein wenig etwas mitnehmen. Nicht ganz einfach für mich. Ihr wisst, das Material klebt ordentlich und ich bin jetzt auch froh, dass ich hier fertig bin damit. 2 Stunden sind jetzt hier rum, ein bisschen angefahren, also Anfahrtzeit, aber wir haben es jetzt wirklich, also 2 Stunden kann man sich da Zeit nehmen dafür, man glaubt es nicht, also es ist wirklich Wahnsinn, dass da wirklich einfach Zeit drauf geht. Ne? Also, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen bei diesem kleinen Video. Ich weiß jetzt nicht, wie klein es wird, aber mal schauen. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Malermeister André Klinger und denkt dran, immer gute Laune. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.